Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind wieder am Start und heute gibt es die nächste Episode und zwar mit dem Meisterschaftskampf. 3 Punkte Rückstand momentan auf den FC Bayern München, 1 Punkt auf Borussia Dortmund. Wir sind noch 5 Spieltage vom Ende der Saison entfernt und wir gehen erstmal ins Training für diese Episode. Ich denke mal, es wird wieder sehr spannend werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 500 Likes, schaffen wir 500 Likes. Einfach einen Daumen nach oben da lassen, wie es wichtig ist. Ballert einen rein, würde ich mich tierisch über freuen. Yvonne Mvogo steigt im Rating auf 78. Das ist sehr, sehr schön. Und ansonsten Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. IG wollt 6% Rabatt bei Comebox Gaming TV. Dazu mein Merchandise, was ich hier auch gerade mal wieder anhabe. Ja, der MGT-Hoodie. Ich kann euch nur für die Winterzeit den empfehlen, denn der ist sehr, sehr cozy, also sehr gemütlich. Es geht gegen Borussia Dortmund und nächste Episode geht es dann gegen den FC Schalke 04 im Pokalhalbfinale. Die wird dann nächste Woche dementsprechend wieder kommen. Und ich bin mal gespannt, wie es heute jetzt laufen wird gegen den BVB. Oder warte mal, machen wir... Vielleicht machen wir auch beide Spiele, je nachdem, wie das erste laufen wird. Wir loben unsere Mannschaft erstmal. Jove ist momentan immer noch nicht gut in Form, aber vielleicht trifft er ja ausgerechnet heute im Spiel gegen den direkten Konkurrenten, was wir, wenn wir es gewinnen, sehr gut für unsere eigenen Zwecke nutzen können. England möchte uns gerne als Nationaltrainer haben, an sich eine sehr interessante Nation für Nationaltrainerposten. Auch in Realität suchen die ja momentan. Allerdings werden wir erstmal das Ganze nicht machen. So, 11 steht eigentlich soweit. Ich denke mal, das können wir so lassen. Elvedi würde ich eigentlich immer ganz gerne reinnehmen, aber ich denke mal, Toljan passt auch. Stindl, Jofa, Nautovic, Bailey. Das ist, denke ich mal, alles in Ordnung und damit können wir dann reingehen. Wir spielen anscheinend zu Hause, ja, im Borussia-Park. Das passt ja. 2 Borussias gegeneinander im Borussia-Park. Was gibt es Schöneres, als das Ganze bei legendärem, heiterem Wetter zu tun? Moda Huda haben wir hier und Lukas Piszczek. Auf den müssen wir natürlich heute achten, denn der wird mit Marko Arnautovic einen sehr starken Gegenspieler haben. Vorausgesetzt, er spielt Rechtsverteidiger, was ich jetzt aber mal ganz stark annehmen werde. Und den haben wir hier passenderweise gerade in der Challenge. Übrigens lustig. Sein ganzes Bild ist mit blonden Haaren und hier hat er immer noch das gleiche Ingame-Face. Also, dass man das nicht mal verändern konnte, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Oh, die Flanke war ja katastrophal stark. Rabona-Flanke und Jupp, wenn er den mal so reinzimmern würde im Spiel... Aber wir springen einfach mal rein und schauen, ob er es denn vielleicht sogar machen wird. Wunderbares Wetter, wie angesprochen, legendär und heiter. Wir sind mittlerweile ja schon in einer etwas wärmeren Jahreszeit. Wieder dementsprechend haben auch viele Fans Bock, ins Stadion zu gehen. Und wir haben wunderschönen grünen Rasen, keinen Regen und alles ist gut. Wir schauen mal auf die Tabelle nochmal ganz genau. Momentan haben wir 5 Tore und 1 Punkt Rückstand. Mit einem Sieg sind wir 2 Punkte dementsprechend vorne. Das ist auf jeden Fall lobenswert, beziehungsweise wäre lobenswert. Wir gucken uns die Ausstellung gar nicht groß an. Wir wollen uns nicht mit dem gegnerischen Personal aufhalten. Unser Personal kennen wir. Und wir springen rein. Wir sehen hier aber schon, Marco Reus ist mit dabei und auch Pierre-Emerick Aubameyang und Mario Götze sind mit von der Partie. Es ist also ein Topspiel und zwar nicht nur für uns, sondern auch für den BVB und das zeigt natürlich einiges. Ich werde mal in der Anfangsphase jetzt, glaube ich, gleich, sobald ich mal die Gelegenheit habe, auf Konter stellen. Denn ich denke, dass der BVB gut Druck machen wird, aber das können wir eventuell auch hier wieder für unsere Zwecke nutzen. Erstmal Schmelzer und Christensen ist da. Johnson mit dem Fehler und Zieler mit einer Klasse-Parade. Oh, jetzt wirft er hier noch seinen Mitspieler runter. Teuern war das, glaube ich. Das war eigentlich gut, aber dann ganz, ganz schwach von Johnson. Das ist ja wieder so typisch FIFA. Aber Zieler hält den ja gut. Und die Ecke anschließend jetzt über Marco Reus und Mario Götze. Gibt da wohl den Vorteil und gibt den Freistoß dementsprechend hier. Anfangsphase dominiert vom BVB. Christensen, kopfballstark ist er. Ich weiß nicht, wer da sein Gegenspieler ist. Aber er muss das Kopfball eigentlich gewinnen. Tut es aber nicht. Aubameyang gewinnt es. Aber gut, wir sind am Ball, weil Zieler den hat. Und können den Konter leider nicht fahren, weil der Abstoß leider Gottes nicht zu unserem Mann kommt. So, jetzt aber Balleroberung und wieder direkt hergeschenkt. Was ist denn hier in der Anfangsphase los mit den Fehlpässen? Aubameyang im 16er abgefälscht. Es gibt einen Abstoß, war anscheinend vom eigenen Mann abgefälscht. Aber das gefällt mir natürlich nicht. Wir müssen ja mal Sicherheit hier ins Spiel reinbringen. Guck mal, was die für ein Pressing spielen. Das ist ja unglaublich. Aber das können wir natürlich für unsere Zwecke nutzen. Jetzt hat Bailey nämlich direkt mal Platz hier in der Anfangsphase dieser Partie noch. Sebastian Rode kommt hinterher, ist aber nicht schnell genug. Die Flanke von Bailey Juff kommt nicht hin. Die Flanke war ein bisschen zu flach hier in der Situation. Aber wir haben gesehen, wie es gehen könnte mit langen Doppel- oder mit schnellen Doppelpässen auf den Außenbahnen, wo wir dann unsere beiden schnellen Spieler schicken können, weil die Außenverteidiger mit Schmelzer und Piszczek definitiv nicht die allerschnellsten sind beim BVB. Was heißt nicht die allerschnellsten? Sie haben schon Tempo bzw. Feuer im Arsch, aber nicht so viel wie Bailey und Marko Arnautovic. Aubameyang hat ein bisschen mehr als unsere Verteidigung und in der Anfangsphase sieht das hier wirklich gefährlich aus. Toljan wieder mit einem verstolperten Ball. Also defensiv haben wir absolut keine Sicherheit. Das wird alles sehr, sehr nervös, was wir da anbieten.
natürlich in gewisser Weise auch nachvollziehbar, denn es ist ein wichtiges Spiel. Peacecheck und dann gute Balleroberung von, ich glaube, es war Thielemanns. Stände mit dem Ball auf Leon Bailey und da kommt jetzt Modahu, oh Gottes Willen, ganz, ganz schwach, aber Johnson ist Gott sei Dank da. Modahu, oh wei, diese Passgenauigkeit, beziehungsweise Passungenauigkeit, er ist ja schrecklich hier in der Anfangsphase. Oh, Gott sei Dank haben wir den Ball jetzt trotzdem irgendwie behauptet. Johnson durch die Beine, nein, Toljan durch, Quatsch, Bailey durch die Beine und Johnson fast mit der Gelegenheit. So, Thielemanns und Stindl und jetzt mal, oh Gott, Mann, Spieler mit links. Auf Marko Arnautovic und so hat der BVB wieder die Chance über Aubameyang, aber das ist gut gemacht von Christensen, blockt den da gut ab, den gabunischen Nationalspieler und ehemaligen Spieler des Jahres in Afrika. Wieder hat Bailey Platz, da hat Schmelzer nicht gut aufgepasst. Mal sehen, was Juve jetzt macht, er geht auf den ersten Pfosten, die Flanke auf den zweiten, da steht Stindl, da ist Dahoud. Ja, das war nicht so geplant, ich wollte eigentlich einen Schuss antäuschen mit Dahoud. Überraschend, dass die Rabona-Flanke so gut kam. Und André Schürrle außen setzt sich spielend leicht durch gegen Jeremy Toljan, der Ex-Wolfsburger. Aber wir kriegen das Gerät geklärt mit Arnautovic und jetzt über Modahoud und Johnson. Johnson ist schneller als Marco Reus und Co. Gibt den Vorteil und den gibt es auch ausgeführt, weil Bailey nicht an Schmelzer vorbeikommt. Gelbe Karte dürfte das werden. Für Sebastian Rode in der Tat, 30 Minuten sind durch und wir haben den ersten gelben Karton für die in gelb gekleideten Brusten, was natürlich schön ist. Aber die machen bisher das ganz, ganz gut in der Defensive, da haben wir keine wirklichen Räume. Das war eigentlich schon wieder ein Fehlpass, aber er kommt irgendwie durch. Bailey kommt da noch ran, nein, Marco Reus mit zurückgeeilt, verhindert Schlimmeres. Stindl gegen Schmelzer, das sah gut aus, kein Einwurf für uns, da war er wohl nicht mehr dran, der Marcel, aber das könnte gefährlich werden. Jawohl, der Einwurf und der Ball kommt zu Mamdjouf. Mamdjouf gegen Bartra. Das war wieder Ballkontrolle des Grauens von unserem Senegalesen. Die hatte halt leider Gottes einfach nicht. Und das war auch ein bisschen zu optimistisch da von mir. Aber jetzt bringt sich Dortmund hier gerade selber ein bisschen in Gefahr. Allerdings können sie es gut lösen. Zunächst einmal jetzt über Julian Weigel. Ah, Thielemanns geht da dazwischen, aber nicht souverän genug. Und jetzt Christensen gegen Schürrle. Das sieht schon wieder deutlich souverän aus, aber es gibt einen Einwurf für den BVB, was jetzt nicht. Ein Freistoß sogar. Ach du meine Güte, wie geht das denn? Aber gut, Schürrle führt das Gerät kurz aus auf Weigel. Doppelpass und Arnautovic ist da. Haben ja beide mal in der Premier League gespielt. Schürrle, das vergisst man ja ganz gerne mal, war ja bei Chelsea. Chelsea. Und auch gar nicht so unerfolgreich eigentlich. Also ich vergesse es zumindest ganz gerne mal, dass er da war. Oje, Mine, Weigel, Aubameyang, Aubameyang, Westergaard dazwischen. Und Konterchance über Mamdjouf. Und Stindl selbstverständlich. Dahoud. Ah, wird da abgedrängt vom Piszczek. Gut, in der zweiten Halbzeit müssen wir uns auf jeden Fall darauf berufen, dass wir nicht nur auf Konter spielen, sondern auch ein bisschen aufs Spiel machen gehen. Weil das Kontern klappt nicht so gut. Bailey macht das da schön gegen Reus. Und damit der Hacker auf Johnson. Und da wird Rode außer Gefecht gesetzt und der Pass kommt ein bisschen zu spät. Von Johnson auf Bailey und der kommt wieder nicht ganz durch und Reus kriegt den sogar irgendwie unter Kontrolle. Aber Bailey erobert ihn sich wieder und dann scheiß Pass in den Mitte, Mensch. Diese Präzisionsfehler, das ist einfach das große Problem. Aber wieder Balleroberung und wieder der Ball mal auf Lars Stindl. Und Juff, du bist so schnell, aber die Laufwege stimmen einfach nicht bei ihm. Stindl mit der Balleroberung. Ah, wieso gibt es da Vorteil? Das verstehe ich nicht. Sieht alles ganz gut aus. Haben auch noch nichts Größeres, abgesehen von dieser einen Chance nach dem Fehler von Johnson zugelassen für Gladbach. Aber jetzt können wir eventuell nochmal vor der Halbzeit einen Stich setzen. Bailey, die Flanke mit links. Juff kommt nicht an den Ball ran. Ah, schade. Halbzeit 0-0. Juff immer noch weiter ohne Bundesliga-Tor. Natürlich sehr bitter für ihn. Er braucht den Brustlöser. Er muss langsam kommen. In der zweiten Halbzeit versuchen wir das weiterzumachen. Wir stehen ganz gut. Offensiv muss noch ein bisschen mehr gehen, wenn wir gewinnen wollen. Und bei Dortmund kommt Castro rein anscheinend. Jawohl, für Sebastian Rode, der ja gelb verwandt war, wie wir gesehen haben. Und jetzt gehen wir gleich mal auf doppelt und dreifach effektiv, beziehungsweise offensiv. Wir gehen nämlich allgemein erstmal auf offensiv und dazu noch auf hoher Druck. Das heißt, wir sind jetzt hinten vielleicht ab und zu mal offen wie ein Scheunentor, aber vorne hoffentlich ein bisschen stärker. Toljan gegen Schürrle macht das gut im Zusammenspiel mit Marko Arnautovic. Und dann laufen sie sich da gegenseitig über den Haufen. Aber die Flanke kann trotzdem kommen und zwar auf Lars Stindl. Erste richtig dicke Chance hier in der Partie. Stindl köpft den Ball aufs Tor, aber leider Gottes ohne weiteren Erfolg. Den Ball bringen wir genau hier hin mit ein bisschen Druck. Juff geht genau dahin. Luftduell gewinnt er nicht. Ecke war aber auch nicht präziser auf seinen Kopf. Jetzt fällt er da im 16er. Flanke von Arnautovic. Zweiter Pfosten. Stindl kommt nicht ran.
sondern Roman Bürki ist da. Dann wird das Spiel schnell machen für den BVB. Aber wir haben den Ball schon wieder in unseren Reihen. Stindl. Hacker auf Juff. Der Hacker auf Stindl. Der war ein bisschen zu optimistisch. Es gelingt ihm noch nicht viel. Beziehungsweise es gelingt ihm noch zu wenig. Er spielt ja ganz gut, aber er trifft halt einfach nicht. Beziehungsweise, okay, gegen den BVB sollte man ihn auch vielleicht nicht komplett beurteilen oder verurteilen, weil er ja, jetzt nicht den leichtesten Gegner da hat. Weil er damit hat. Ah, Flanke, Zieler. Oh, was machst du denn da, Mensch? Ron! Oh Gott! Und Arnautovic, Gott sei Dank kann er das dann klären. Und jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Komm, Juff, zeig mal Tempo gegen Bartra. Die Ballannahme war schon wieder unterirdisch. Und das gibt einen Einwurf. Es gibt einen Freistoß, aha. Bailey bringt ihn rein. Und da steht Arnautovic. Arnautovic! 1:0! 58. Spielminute. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und die beiden Stoke-Spieler sitzen da im Schneidersitz und feiern das 1:0. Flanke von Bailey kommt sehr, sehr gut rein. Und Arnautovic dann ohne wirklichen Druck vom Bartra muss nicht mal springen. Und köpft ihn dann genau an den Innenpfosten und rein. Sehr geil, wir führen. Und damit können wir natürlich die Offensive mal wieder vernachlässigen. Und können auf Konter gehen. Vielleicht liegt das jetzt Juff ein bisschen mehr, weil jetzt muss Dortmund aufmachen. Momentan nur noch Tabellendritter der BVB. Und wir gegebenenfalls mit einer Niederlage für die Bayern sogar Tabellenerster, was natürlich ein absolutes Träumchen wäre. So, Juff, der den Freistoß ja so gesehen rausgeholt hat. Mit ein bisschen Tempo mal wieder auf die Abwehr zu. Pass auf Stindl, der weiter, Thielemanns, der Ball, da hätte ich vielleicht mal schießen sollen. Das war übrigens Dahoud und nicht Thielemanns, die ich gerne mal verwechsel. Hätte ich vielleicht mal schießen sollen und nicht versuchen rauszupassen, um wieder eine Flanke zu schlagen und wieder Juff zu bekommen. Naja. So, Weigel, Schürrle. Ja, spielen sie gut. Und jetzt ist das Arnautovic, der zu langsam ist gegen Piszczek. Die Flanke kommt. Und dann bleibt Christensen gerade auch mal so weg. Hoffentlich war da die Kommunikation mit Zieler da. Wenn nicht, dann war das einfach nur Glück in der Situation. So, wieder Thielemanns. Und raus auf Arnautovic. Und der hat gute Flankenwerte, das wissen wir. Allerdings muss er die natürlich auch einsetzen können. Und dazu muss er erstmal Richtung Grundlinie. Macht er hier aber gut. Die Flanke kommt und da steht Juff. Und das ist der Kopfball. Aber da kriegt er nicht genug Druck hinter. Juff mit zu wenig Druck. Story of his life. Ich ahne schon, dass er einen Pokal wieder treffen wird. Aber hier in der Liga wohl eher nicht. Ein Elfmeter wäre mal schön. So, Stindl. Wieder Leon Bailey, der Assistgeber zum 1:0. Schön weit vorgelegt den Ball. Ja, Juff ist nicht in der Mitte, jetzt können wir nicht flanken, aber den Ball klein reinspielen. Es ist auch immer Juff, der diese komischen Aktionen macht. Also es war ein Fake-Shot, natürlich kein Fake-Pass, also so ein Pass halt einfach. Aber gut, Kramer kommt rein, um zu stabilisieren. Und Elvedi kommt mal rein für Vestergaard, der mir nicht den sichersten Eindruck heute macht. Auch gerade bei dieser Aktion mit Zieler. Aber gut, Juff bleibt drin. Der braucht diesen Brustlöser und ich glaube daran, dass er ihn irgendwann bekommen wird und wenn es am letzten Spieltag ist und dann macht er da das Tor, das wäre wichtig. Aber hier schöne Balleroberung, Stindl. Sieht gut aus. Ah, Juff geht wieder nicht in die Mitte. Abgelegt auf Dahoud. Ach, und dann will ich wieder zu klein spielen, aber Dahoud ist da! 2:0! Klingelingelingelingeling, der Borussia-Park explodiert und wir führen mit 2 Toren Vorsprung gegen den BVB. Wieder Juff mit einem Assist diesmal. Der Pass kommt nicht an, aber damit links und da sieht Roman Bürki aber mal überhaupt nicht gut aus. Bei diesem Schuss von Mo Dahoud eigentlich vollkommen zentral, aber mit viel Wucht. Und erwischt den Schweizer auf dem falschen Fuß. Das ist sehr schön. Das 8. Tor schon in der Bundesliga für Mo Dahoud. Fast schon der Top-Torjäger. Und damit die 2 Tore Führung. Und jetzt ist natürlich hier Partystimmung im Borussia-Park. Das ist natürlich richtig gut. Und weiter geht's mit dem BVB. Schürrle. Wir dürfen jetzt nicht direkt das Tor kassieren. Reus und Zieler ist da. Und direkt wieder Kontergelegenheit. Über Juff. Das Kopfballduell gewinnt haben, auch wenn es kein Duell war. Arnautovic wieder auf Juff. Juff, Zusammenspiel mit Stindl. Und jetzt muss der Turbo gezündet werden gegen Sven Bender. Er hat nicht mehr genug Energie. Er hat nicht mehr genug Energie. Er hat nicht mehr genug Energie, um den Turbo zu zünden. Er hat seine Vorlage gemacht, aber das Tor fehlt. Das Tor fehlt mir und ich will dieses Tor haben. Ich will das Tor. Stindl, Arnautovic. Arnautovic mit der Flanke mit rechts. Da ist wieder Juff und wieder hinterm Mann. Wieder mit viel Pech in der Situation, dass Schmelzer sich davor sneakt.
85. Dortmund wechselt. Ich weiß nicht, wen sie wechseln, aber sie wechseln auf jeden Fall. Toljan geschickt. Rechtsfuß. Egal, wir machen die Flanke mit links. Die kommt aber nicht an. Gut dazwischen gegangen. Ich glaube, von Weigel war es in der Situation. Schürrle in der Mitte. Aubameyang auf außen. Mal Bartra. Das heißt, die stehen auch schon auf totale Offensive. Aber das könnte fruchten. Zweiter Pfosten. Aufpassen auf Castro. Aufpassen auf Castro. Wunderbar von Johnson. Das ist gut. Das ist herrlich. Christoph Kramer, nicht der Schnellste, aber kann gegen Castro mithalten. Ja, der Pass für Juff konnte nicht kommen, aber vielleicht jetzt. Ah. Ich bin so überhastet mit Juff, ich weiß nicht, wo uns liegt. Ich habe absolut kein Selbstbewusstsein mit dem. Ich will einfach immer nur irgendwie versuchen, den Ball aufs Tor zu bringen. Natürlich war die Situation auch blöd, aber da hätte man definitiv wieder mehr draus machen können, wenn man einfach mal ein bisschen ruhiger gespielt hätte, das Ganze. Teuer nochmal mit einem Fehlpass. Und dann ist Schluss. Ja, das war mal eine relativ chillige Partie, würde ich sagen. 2-0, ohne große Probleme gegen den BVB. Sehr, sehr solide. Und wir stehen damit auf Tabellenplatz 2. Das ist doch mal auf jeden Fall eine Ansage. Lukas Piszczek, Aubameyang, die sind nicht zufrieden mit ihrer Leistung, beziehungsweise mit der Leistung ihres Teams, was vollkommen nachvollziehbar ist, weil sie war auch scheiße. Und ja, das gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Mamdžuf, ich weiß nicht, ob die Vorlage gezählt hat. Wir gucken mal ganz kurz auf seine Statistik gleich. Ich gönne ihm so dieses Tor, ne, Freunde. Gönnt ihr es ihm auch? Schreibt es mal in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Ob ihr sagt, Mamdžuf, Bude, wäre schön. Oder ob ihr sagt, Mamdžuf, Bude, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Kann ja auch durchaus sein. Blaswig ist nicht zufrieden mit seiner Rolle im Verein. 25-jähriger Keeper, der noch nie ein Spiel für mich gemacht hat. Mäkelt noch, dass er nicht spielt. Naja. So, wir loben Juf. Muss einfach sein. 7,1. Er hat seine Form auf jeden Fall gesteigert. 6,9 hat er vorher. Das heißt, 7,3 muss er mindestens gehabt haben jetzt hier. Und dann schauen wir mal, was der Teambericht denn sagt. Habe ich da gerade schlechte Form gesehen? Ne, alles gut. Keine Vorlage. Naja. Beide Tore eingeleitet aber. Nichtsdestotrotz. 80 Abschluss, 87 Kopf der Fritzison. Jumping hat er auch 91. Dazu ist er 1,83, glaube ich, groß. 85 sogar groß. Das ist echt unglücklich. Naja, wie auch immer. So, wir spielen jetzt im Pokal als nächstes gegen Schalke 04. Und ich werde was machen, was euch wahrscheinlich nicht gefallen wird, weil es zu risikoreich ist eigentlich, aber ich mach's trotzdem. Erstmal Training vorher und das sieht gut aus bei Schulze vor allem. Sehr schön. Steigt nochmal in seinen Werten und ist kurz vor der 66. Das gefällt mir. Dahoud ist gestiegen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, auf 82. Das gefällt mir auch sehr gut. Dahoud. Und schauen wir mal, vielleicht werden wir noch Meister. Wer weiß. Gucken wir mal ganz gut auf die Tabelle der Bundesliga. Momentan haben wir ja Pokaltabelle da stehen. Bayern hat gewonnen. Tabellen, deutscher Pokal. Und jetzt Bundesliga. Bayern ist noch Tabellenführer. Mit besserem Torverhältnis auch, deutlich. Deutlich besseres Torverhältnis. Aber wenn sie noch zweimal patzen, können wir Meister werden. Noch ist es nicht entschieden, Freunde. Noch sind sie nicht Meister. Aber natürlich bockstark mit 3 Niederlagen erst. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung nochmal. Aber gut, wir haben noch die Chance. Wir spielen zu Gast beim FC Schalke 04 in der Veldins Arena im Pokal gegen die Gelsenkirchen. Na, bewölkt. Jascha Zuhalde ist der Schiedsrichter. Und wir spielen mit Schulze auf der 10. Kramer auf der 6. Elvedi in der Innenverteidigung. Wendt auf links. Amiri auf links. Und Hahn auf der Bank. Ach, und Yvonne Mvogo im Tor. So. Ich weiß, ist nicht die stärkste Elf, ist eher eine B-Elf, aber das soll mir nicht aufhalten. Ich will trotzdem gewinnen und von daher schauen wir mal. Ich werde mal ganz kurz einen Schluck trinken, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann hier nicht 45 Minuten durch, also ich kann schon, aber ist unangenehm. Oh, Freischuss-Challenge, ja, gerade ganz gut funktioniert, ich kann sie trotzdem nicht. Seht ihr, das kommt bei rum und Juff, komm. Typischer Juff. So, Freischuss wieder. Zack, Ball kommt und Juff ist da. Ah, hier klappt es fast. Aber gut, er hat seine Chance jetzt im Spiel gegen den FC Schalke 04. Er stürmt von Anfang an, er wird aber nicht durchspielen. Das packt seine Fitness nicht. Aber wir haben Hahn auf der Bank, wir haben einen Philipp auf der Bank. Also wir haben auf jeden Fall noch Potenzial auf der Bank. Und dann schauen wir, würde ich sagen, einfach mal, was geht gegen den FC Schalke 04. Die hier spielen mit, wer ist denn das? Ist das Meier? Nee, ist nicht Meier. Oder ist das Meier? Konoplyanka ist es nicht. Der ist relativ klein. Müsste Max Meier eigentlich sein, oder? Ja, ist Max Meyer, die Nummer 7. Benny Höbel ist in der Innenverteidigung. Uns juckt die Aufstellung aber gar nicht. Uns juckt auch nicht, wie sie hingekommen sind. Hauptsache, sie verlieren jetzt
Gegen uns. Wir spielen mit hohem Druck. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gegebene Grundlage. Und wir machen das gleich hier richtig gut. Guck mal, Bailey hat direkt mal schon mal ein bisschen Platz. Die Flanke, oh ja gut, die war nicht so gut. Aber da war ein Foul hier an Juff. Ah, nochmal ganz kurz. Da müssen wir aber einmal kurz die Wiederholung bemühen. Also das war in meinen Augen wohl ein Elfmeter, war nicht? Okay, er läuft die mit einer Hacken. War kein Elfmeter. Schade. Hätte man jetzt mal schön lamentieren können und sagen können, Skandal, FIFA gibt klar einen Elfmeter nicht oder so. Einen Titel schreiben, ne? Ist ja momentan Trend. Und so. Ah, ist ja auch egal. So. Kramer. Oh, schöne Balleroberung. Und wieder hat Bailey außen Platz. Die Flanke mit rechts. Und da ist Joe! Mann! Der hat 87 Kopfballpräzision. Warum will er einfach das Tor nicht treffen? Und vor allem wieder so knapp. Den habe ich schon drin gesehen. Ich wollte gerade schon sagen, ja, im Pokal trifft er natürlich. Hat er ja auch. Oder eine Vorlage, Mann. Ich glaube, er hat getroffen. In seinem einen Pokalspiel, was er bisher hatte. Ganz, ganz bitter. So, Nadia Mamiri gegen Junior Caissara. Das ist ja spielend leicht. Wer ihn da vernascht. Die Flanke, die ist aber nicht so gut. Aber der Hut ist ja da. Unser Top-Torschütze in der Bundesliga mit Stindl zusammen. Kramer, Juff. Ah, da ist er nicht. Da ist er Gottes. Gottes leider nicht. Leider Gottes nicht. Am Start. Und Schalke geht nach vorne über Johannes Geis. Der setzt sich da mal durch gegen Dahoud. Und zwar ganz schön lange. Aber Dahoud ist dann da. Oh. Holt aber nicht den Einwurf raus. Im Gegenteil. Konoplyanka, den ich gerade noch angesprochen habe. Der nicht Max Meyer ist. Captain Obvious. Ah, Gottes Willen. Was ist das denn hier? Freunde, das gefällt mir nicht. Das ist mir alles schon wieder viel zu unsicher hier. So. Schulze. Ah. Da fehlt es noch ein bisschen, aber wir wollen nicht vergessen, der ist jung, der ist blutjung und der spielt hier trotzdem in unserer ersten Elf. Im Pokal-Halbfinale gegen den FC Schalke 04 und das ist auf jeden Fall eine respektable Leistung. Wenn man nicht die Meisterschaft holt, dann zumindest den Pokal. Juff geht da gut dazwischen, aber leider Gottes ist keiner da, der den dann nutzen kann, diesen Ballgewinn. Aber jetzt Wendt mit einer guten Balleroberung und Kramer und Wendt ist tatsächlich mal ein Linksfuß. Wir haben einen Linksfuß auf der linken Seite, der eine Flanke schlagen könnte. Caissara ist da, ist ein Handspiel, wird aber nicht gegeben. Aber es gibt einen Freistoß. So, Freunde, wir haben es gerade trainiert und jetzt ist es an der Zeit für ein Freistoßtor per Kopf durch Mamdjouf. Flanke kommt rein durch Amiri und es war nicht Juff, der hingegangen ist, sondern Kramer. Juff mit links, naja. Also mit links darf man mit dem auch nicht schießen, das ist so eine Sache. Aber er sieht übrigens ein bisschen aus wie mein Englischlehrer. Muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. So. Und ja, also nicht nur, also mein Englischlehrer ist tatsächlich auch schwarz. Das sollte man vielleicht dazu sagen, das war jetzt nicht irgendwie nur, ne? Aber er sieht doch ähnlich aus, habe ich gerade nochmal gesehen. Amiri kann sich nicht durchsetzen. Caissara ist natürlich auch ein unangenehmer Gegenspieler, ist ein sehr bissiger, sehr energischer Rechtsverteidiger, ja auch in Realität. Schnell auch und vor allem dynamisch bis zum geht nicht mehr mit gutem Dribbling. Das heißt, da ist die andere Seite mit Baba, der zwar auch gut ist, aber nicht so stark in meinen Augen. Wechsel nach Chelsea kam zu früh. Vielleicht einfacher zu bespielen, zumal er einfach nicht aufpasst. Aber die Flanken kommen halt mal wieder nicht. Vielleicht sollten wir es mal erstmal wieder spielerisch versuchen, das 1-0 zu machen. Und dann im Nachhinein, beziehungsweise im Anschluss, mal über die Außen mehr versuchen. Christensen, wunderbare Balleroberung. Und Schulze mit dem Klassenball. Ah, klasse Ball auf Juff, der abgegrätscht wird. Aber Schulze kommt an den Ball. Schöner Versuch, gefällt mir. Man muss auch mal ein bisschen Mut zeigen hier, Freunde. Man muss nicht immer nur die Pässe spielen, man muss nicht immer nur auf Sicherheit machen. Man kann auch mal ein bisschen mutig sein und wenn es daneben geht, dann lernt man draus. Beziehungsweise dann gibt es trotzdem Selbstbewusstsein, einfach weil man es versucht. Aber beim nächsten Mal wird es besser. Max Meyer mit der Ballerung gegen LW. Die LW und Ivan Mvogo. Heieieiei, da rettet er seinen Landsmann. Das war nicht gut von LW, aber das war umso stärker von Mvogo. Und fast Max Meyer, den wir ja im Fokus hatten vor dem Spiel mit der Bude. Die Flanke auf Hüntel. Heieiei, das war nicht geplant, das war gar nicht geplant. Aber Kontergelegenheit, wieder über Schulze und Juff. So, zack, Amiri und Oscar. Nein, wieder Ballverlust. Und jetzt hinter Caissara herzukommen ist natürlich nicht so einfach, zumal Wendt nicht der Allerschnellste ist in FIFA. Das war alles, das schon wieder als faul zu werden, ist unglaublich. Oh, Embolo wird gestoppt. Sehr gutes Tackling von Christensen. Ja, da sieht man die Beidfüßigkeit von Schulze. Jetzt da Hut. Das war wieder mal nicht klug gemacht von mir. Das war mal wieder ein bisschen zu blöd. Und zu optimistisch.
Oh, da geht Geis komplett einfach durch gegen Elvedi. Der Ball auf Meier. Eieieiei. Mvogo muss nicht eingreifen, aber Schalke ist hier gerade am Drückern. Ist hier gerade überlegen in dieser Phase der Partie. Hat die beiden besten Chancen. Und Juf gewinnt mal das Kopfballduell, auch wenn es nicht im 16er war. Gefällt mir das schon mal deutlich besser. So, Christensen. Ui, das war ein böses Foul. Das gibt Gelb. Das gibt nicht Gelb. Das war nämlich ein perfektes Tackling von Nico Elvedi. Schulz im Zusammenspiel mit Juf. Oder auch nicht, weil Juf nicht schnell genug reagiert. Ah, Konoplyanka. Stark dazwischen von Johnson. Eckball. 45. Minute. Die Chance für Schalke auf den Führungstreffer vor der Pause. Klaas-Jan Hünteler. Bailey ist da. Amiri ist da. Konterchance nochmal. 3 Minuten Nachspielzeit. Ball auf Schulze. Schulze. Wir sind hier über der Mittellinie. Das heißt, er wird nicht abpfeifen in den Lauf von Moda Hood. Komm, Bailey. Ach Mensch, Bailey, lauf doch mit. Jetzt muss der Hood das da außen alleine machen. Macht das aber sehr gut und wir kriegen auch nochmal einen Freistoß. Kurz vor der Halbzeit. Foul war von der Nummer 17. Ich glaube, das ist Nastasic. Bin mir nicht sicher. Oder Stambouli. Kann auch sein. Wieder Bailey, der den Ball reinbringt. Und da ist Juf diesmal. Es war Schulze, glaube ich, der den Ball aufs Tor geköpft hat. Wir gehen in der Halbzeit 0-0. Ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall mit Chancen auf beiden Seiten. Juf hätte das Tor machen müssen. Meier kann man so gesehen sagen auch. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken, wer da gerade am Ball war und ob da gerade jemand am Ball war. Bei diesem Kopfball. Nach dem Freistoß. Ja, es war tatsächlich unser Youngster. Es war Schulze und das war gar nicht mal so deutlich daneben. Gut, zweite Halbzeit. Wir machen mal eine taktische Änderung. Das wollte ich nicht. Mal einen Flügelwechsel. Das heißt, dass Leon Bailey jetzt gleich auf der linken Seite spielen wird und sich Schalke umstellen muss. Denn das bedeutet automatisch, dass wir mit Amiri einen Rechtsfuß auf der rechten Seite haben und mit Bailey einen Linksfuß auf der linken Seite. Und was ich mir damit oder davon erhoffe, das könnt ihr euch, denke ich mal, schon vorstellen, wenn wir Juf in der Mitte haben. Oh, schöne Balleroberung da von Nadiem Amiri. Und jetzt geht er mal ab. Gegen Niklas Süle, der wurde, glaube ich, gerade eingewechselt. Schöner Ball auf der Hut. Zweiter Pfosten ist Mam Juf und da ist das Tor. Jawolski, der Brustlöser, endlich ist er da. Mam Biram Juf trifft das erste Mal, glaube ich, im Video und macht den Führungstreffer für Borussia Mönchengladbach auf Schalke. Schöne Flanke von der Hut, gute Übersicht und Juf mit dem Volley perfekt getroffen. Und diesmal setzt er ihn Gott sei Dank nicht vorbei, sondern ins Tor rein, in die Hütte. Und da ist keine Chance für Ralle Fährmann. Führungstreffer, also Juf mit seinem Job erfüllt. Ich hoffe, das gibt ihm jetzt das Selbstvertrauen auch in der Liga, weil wir brauchen ihn in den letzten Partien, gar keine Frage. Heieiei, das war mal eine Geschichte. So. Jetzt bloß nicht direkt das Gegentor kassieren, Embolo. Oh, noch nicht geklärt. Oh, Gottes Willen, was war das für eine Thunderkant. Ausgleichstreffer, nur ein paar Minuten nach der Führung. Und zwar durch Yevgen Konoplyanka. Ja. So beschissen kann es dann laufen. Nicht gut gemacht von einem Vogo. Und dann geht Elvedi richtig hin, weil es Elfmeter gewesen wäre. Und das Ding sitzt halt perfekt. Schöne Scheiße. So viel zum Thema Führung. Weiter geht's über Amiri. Wir wollen direkt wieder die Antwort finden. Komm, Juf, ab rein in den 16er. Ja, gut. Bei der Flanke hätte auch im 16er sein können. Die war nicht so doll. Schulze auf Juf. Dahut. Kramer, Schulze, Juf. 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 Oh. Alter Schwede. Jetzt ist aber gerade heiß auf seine zweite Bude. Deswegen will ich ihn jetzt sogar nicht auswechseln. Wird aber demnächst passieren wahrscheinlich. Konoplyanka geht jetzt raus, der Torschütze. Das heißt, unser Torschütze sollte auch bald demnächst mal dran sein. Da will ich momentan noch nicht drüber nachdenken. Momentan geht es darum, jetzt erstmal den nächsten Angriff zu verhindern und das 2-1 zu machen. Bailey. Ah. Hat Süle Juf gut weggeblockt, beziehungsweise der Pass war auch ein bisschen unglücklich gespielt von Bailey, der auch demnächst mal raus muss. Der hat auch nicht mehr viel Energie. Oh, schön gemacht von Choupo-Moting. Der ist natürlich jetzt frisch auf der Seite da. Ah, und Christensen, das Tackling musste ich machen, das Foul musste ich ziehen, das wird Gelb geben, aber das ist okay. Bailey geht auf jeden Fall jetzt erstmal raus, dafür kommt Hahn rein.
Und bei Juff warte ich noch zumindest kurz, bis ich da Fille bringe. So, gelb, ja, guck nicht weg, da voll respektlos, Alter, was soll denn sowas? Kann ich nicht nachvollziehen, wenn Schiedsrichter sowas machen. Aber okay, der Däne bekommt die gelbe Karte, unser Capitano. Ich weiß nicht, warum ich das nicht skippen kann. EA hat mal wieder seine Tage, ich weiß es nicht. Ja, ist doch gut jetzt. Meine Fresse, Alter, das geht mir so auf den Sack, wenn man das nicht skippen kann, ne? Mein Gott nochmal. Ist unglaublich. So. Mutting bringt das Ding rein und wir müssen es direkt als Boomerang zurückbringen, oder auch nicht. Kaisara, oh Gott, Süle, Süle, Süle. Mvogo ist da. Ach, Mann. Oh, was ist das für ein scheiß Gegentor? Max, nee, Johannes Geis. Wie kann Johnson da das Kopfballduell verlieren? Und da kann Mvogo auch wieder hinspringen. Sind wir, oh, scheiße, ey. Da hat der Freistoß uns doch noch was gekostet hier. Da dachte ich eigentlich, wir hätten damit gerade den Angriff, den gefährlichen Angriff verhindert. Haben wir aber nicht. Das haben wir schon, aber was daraus resultiert, ist natürlich auch nicht gut. Hahn gegen Choupo-Moting ohne Chance. Franco Di Santo jetzt drin. Oh, der setzt sich so spielend leicht durch gegen Dahoud. Hahn kommt dazwischen, okay. Wir gehen auf Offensive und wir wechseln zweimal. Wir wechseln jetzt Juve aus und wir wechseln Schulze aus und bringen dafür Raphael und Philipp. Mann, das ärgert mich halt komplett, dass wir jetzt innerhalb von so kurzer Zeit zwei so dumme Gegentore bekommen, die beide nicht hätten sein müssen. Einmal einfach schlecht geklärt nach diesem Freistoß. Oh, Johnson lässt sich da schon wieder vernaschen. Bremst gar nicht erst richtig ab. Und davor halt dieser doofe Gegentreffer, wo wir nicht den richtigen Druck auf Mbolo ausführen, beziehungsweise ausüben. Und dann letztendlich die Flanke schlägt. Die dann zum Erfolg führt. Oh Gott, Goretzka. Und Wendt. Und los, Amiri, Konter. Totaler Angriff schon mal. 75. Minute, wir sind im Pokal. Es geht um alles oder nichts. Ob wir jetzt 3-1 verlieren oder 2-1, ist hier egal. Es kommt nicht aufs Torverhältnis an. Langer Ball auf andere Seite. Da steht André Hahn. Gegen Baba. Da war der Weg zu kurz, beziehungsweise zugestellt. Ball auf Maxi Phil. Oh Gott. Weißt du, bei Konoplyanka, okay, Konoplyanka und Philipp ist natürlich ein krasser Vergleich, ne? Aber bei Konoplyanka fliegt das Ding einfach komplett in den Winkel, beziehungsweise in der Ecke. Und bei uns geht das Ding 6 Meter übers Tor. Und Schalke spielt anscheinend schon auf Zeit. Maxi Philipp wieder. So, Elvedi ist mit vorne, aber Philipp macht's alleine. Maxi Philipp, das war richtig stark. Philipp, der Pfostenmann! Ach, das ist doch... Ach, Mann. Oh, was habe ich für ein Pech? Was ist das? Ah, Philipp fast mit seiner Bude. Hahn. Wieder keine Anspielmöglichkeit in der Mitte. Keine Flankenmöglichkeit. Zumindest Elvedi ist mittlerweile mit vorne. Gute Balleroberung. Und Amiri... Oh, Gottes Willen. Noch den Ball über... den Körper über den Ball. Das zweite Mal jetzt in so kurzer Zeit, dass der Ball total viel zu hoch angesetzt wurde. Di Santo mit einem dummen Ballverlust. Das müssen wir jetzt nutzen. Oh Gott, der Pass war auch wieder viel zu weit eigentlich. Aber Raphael in die Mitte gezogen. Mann, dass er diesen Fake schon nicht am Körper halten kann. Meine Güte nochmal. Dann fall halt einfach übers Bein. Scheißegal. Oh, der hat so gute Technik. Der hat 87 Dribbling oder sowas. Und kriegt es nicht hin, beim Fake Shot den Ball am Ball zu halten. Den Fuß am Ball zu behalten. Den Ball am Fuß. Mein Gott. Gute Eroberung von Dahoud. Raphael, warum steht da nur Elvedi? Komm, Hahn, Tempo. Hör doch nicht auf Elvedi, Mensch. Der soll gefälligst in die Mitte gehen. Da können wir ihn Gewinde zumindest gebrauchen. Oh, Hahn, Alter. So langsam will er diese Flanke da ausführen. Lässt sich Stunden Zeit. Den musste scharf und schnell vors Tor bringen mit einer schnellen Bewegung. Und kann es nicht dir erlauben, nochmal kurz zu warten und dann auszuholen. Vor allem nicht, wenn ich anders gedrückt habe. Baba, komm, ist mir egal, gelb-rot. Ja. Scheiße. Nachspielzeit, wir brauchen jetzt den Ball. Haben den Ball. Und das wird es aber gewesen sein, glaube ich. Ja. Wir scheiden im Halbfinale des Pokals aus durch zwei dumme Gegentore. Das kotzt mich an bis zum geht nicht mehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Gehen in Führung und dann zwei so dumme Gegentore. Hart nervig auf jeden Fall. Immerhin der Brustlöser bei Juve hoffentlich, aber das Tor, das darf nicht fallen, das ist viel zu einfach.
Man muss ja besser vor natürlich auch, aber er will auch keinen Elfmeter riskieren. Und dann der Freistoß. Der Freistoß ist das viel ärgerliche Gegentor. Weil das Ding halt genau zu Süle prallt und dann springt Johnson nicht richtig. Weißt du, da kann er in den... Oh, die Bewegung verstehe ich nicht. Passt auf. Gut gehalten und jetzt die. Warum dreht er sich? Ist doch klar, dass er da nicht so hoch springen kann. Warum Köpfen... Also ich habe nur auf Köpfen gedrückt. Ich habe nur auf Flanken gedrückt. Ich habe nicht in irgendeine Richtung gedrückt. Warum dreht er sich da? Wenn er sich nicht dreht, kann er den Ball einfach ins Tor ausköpfen. Oder hochköpfen. Das hätte ja wahrscheinlich auch schon gereicht, aber nein. Und im Vogo strengt sie da noch nie mehr weiter an. Bitter, bitter, bitter. Es wäre schön gewesen, hätte man wenigstens den deutschen Pokal gewonnen, aber so wird es wahrscheinlich eine titellose Saison, wenn Bayern nicht noch patzen wird. Finale, okay, auch gegen Bayern, das wäre sowieso eng geworden. Aber nichtsdestotrotz, sehr ärgerlich, oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst trotzdem ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken, die Links zu meinem Merchandise, das liegt mir besonders am Herzen. Hier, checkt es aus, die flauschigen Puddies, die flauschigen Hoodies, jetzt für den Winter. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem Spiel unter anderem, beziehungsweise, ja, mit dem Spiel gegen Mainz 05, ne? Alles klar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, hoffe, bei euch läuft es in FIFA im Karrieremodus besser. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.